Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier bei Staxel, dem Hühnerstreichel-Simulator des Jahres. So, wer sich jetzt wundert, hör mal, das Spiel kommt doch, die Folge ist doch schon wieder so spät. Ja, das liegt, ihr wisst ja, dass ich gerade an der Mini-Zoo-Challenge von Planet Zoo teilnehme. Und auch wenn ich gestern nicht gestreamt habe, so habe ich gestern mich doch wieder an vielen Stellen inspirieren lassen. Das muss ja auch mal sein. Man muss ja... Irgendwie habe ich einen Huhn vergessen, oder? Deswegen war, sagen wir mal so, die Nacht sehr, sehr, sehr kurz. So, und also ich habe wirklich bis heute Morgen 7 oder 8 Uhr ganz viele Dekoarbeiten an meinem Zoo gemacht, weil der muss ja bald abgegeben werden. Und sonst komme ich da nicht mehr zu. Und morgen ist schon wieder so ein richtig voller Kacktag. So richtiger Kacktag, ne? Und da musste ich ran. Da musste ich arbeiten. So. Und deswegen habe ich heute ein bisschen länger geschlafen, weil heute hatte ich nichts auf dem Plan. Dann ging das. Und ja, das ist die übliche Ausrede dieser Influencer, weißt du, keinen Bock in den Arbeit zu machen, nur am Rumnölen und ihr kennt das. So. Aber nichtsdestotrotz wollen wir heute mal. Bleib mal stehen, Kuh. Eine Kleinigkeit machen. Wir machen wie immer die Morgenroutine. Ich hoffe, ich kriege das auch mal hin. So, ihr seht die Königin da flattern. Die Königin der Nacht. Hm, was? Moment, das ist aus dem Musical. Wenn ihr wisst welches, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ich hoffe, ich liege auch richtig, ne? Nicht, dass ich mich wieder mit irgendeinem Begriff vertue. Heute ist sowieso wieder so ein Tag, wo das Hirn ein bisschen weich ist. Also das, da seid bitte heute gnädig, wenn ich mal wieder irgendwelche Worte nicht finde oder... Wie immer nur Blödsinn, aber gut, Blödsinn reden, das kennen wir ja. Das ist ja Standard. Deswegen guckt ihr, glaube ich, auch dieses Let's Play, ne? Weil ihr endlich mal jemanden seht, der einfach nichts auf die Kette kriegt. Da hinten ist kein Gele-Stern. Dann brauchen wir da auch nicht hinrennen. Wobei, wir könnten noch mal fragen, ob Dingens hier, da hinten, Morell. Sollen wir mal eben kurz zu Morell rüberlaufen? Wir haben ja immer noch diese Pilzquest. Die würde ich gerne abschließen, bevor ich jetzt hier mit den riesigen Bauobjekten anfange. Halt, stopp, die nehmen wir mit. Und ich habe es auch nicht geschafft, wie ihr seht, mehr Geld zu verdienen, indem ich die Polierstation habe laufen lassen, weil wirklich zurzeit ist es zeitlich echt eng. Also ich kann tatsächlich immer nur eine Folge aufnehmen, dann geht es auch schon wieder zur nächsten Veranstaltung. Auch wenn heute ein bisschen mehr Zeit war, aber die muss ich halt mit Schlafen verbringen. Weil ich bin ja auch in einem Alter, wo man jetzt nicht mehr so mal eben 24 Stunden durcharbeiten kann. Das, ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. In meinem Alter bist du doch froh, wenn du nach 3 Stunden mal ein Mittagspäuschen machen kannst. Nicht wahr? Ich nehme dich aber mit hier. So. Nee, nicht die Blume. Den Stein. Spiel. Aber heute haben wir aber viele Steine gefunden, wa? Habe ich heute ein waches Auge? Kann gar nicht sein. Ich gucke nochmal eben. Ja, ich nehme mit Ton auf. Hey, super. Das läuft doch. Morell, bist du zu Hause? Hi. Hi. Morell. Morell, schön, dass du hier bist. Können wir mal ganz kurz einen Tacken miteinander reden? Du hast es geschafft für den Piau. Was? Das Myzelium stabilisiert sich wieder. Ich wusste doch, dass du Pilze genauso magst wie ich. Ja. 6000. Morell Wackelkopf freigeschaltet. Ein kleines Etwas für dich. Sieh es als ein Dankeschön, nicht nur für dieses Mal, sondern auch für die anderen Male, bei denen du mir geholfen hast. Ich weiß, ich war nicht sehr willkommen zu den Leuten. Aber wenn du jemals Lust hast, dein Haus mit mehr Pilzen aufzupeppen, du weißt, wo du mich findest. Ja, du, da brauche ich dich aber nicht für. Wenn es um Pilze geht, das kriege ich selber hin. Einfach nicht lüften, weißt du? Du hast immer noch ein sehr kleines Haus. Wir haben's. Leute, wir haben's geschafft. Endlich. Wahrscheinlich ist jetzt das ganze Dorf ein einziger Pilz, oder? Völlig verpilzt. Du kommst da rein, hast sofort Pilzen in der Bronchien. Was? Ja, also ihr merkt, ne? Wortfindungsstörung ist auf einem neuen Level heute. So, ich muss gleich noch weg und ich muss meine ganzen Sachen für morgen vorbereiten. Weil ich habe morgen ganz, ganz, ganz viel vor der Brust. Das ist wirklich... es geht ja um die Auflösung meines Büros. Und das ist insofern ganz interessant, weil einmal muss ich jetzt natürlich das Büro freimachen. Und ihr wisst, so ein Büro nach über 5 Jahren Büro... das ist jetzt nicht, was man mal so eben macht, ne? Da ist ein bisschen Papier angefallen, trotzdem ich sehr papierlos gearbeitet habe.
Ja, und dann muss ich mich ja um das Aufnahmezimmer kümmern. Ich habe ja gesagt, es soll Veränderungen geben und die waren immer gekoppelt an die Auflösung des Büros, weil dann wird nämlich einer dieser Schreibtische frei, den ich dann hier verwenden möchte. Und mein Aufnahmezimmer, vielleicht hat es der ein oder andere in den Livestreams, die mit Webcam und ohne Greenscreen waren, ja schon festgestellt, dass... ja, das ist ein Erstmalraum, ne? Wer nicht weiß, was ein Erstmalraum ist, das ist die Bezeichnung für einen Raum, wo du erstmal alles reinstellst. Das ist tatsächlich so, oder? Das ist ein Erstmalraum. So, und hier stehen noch ganz, ganz viele Dinge drin, die, kann man jetzt drüber streiten oder nicht? Du hast übrigens heute nichts im Angebot. Aber ich muss das erstmal ausmisten, ja? Und, ja, dafür fehlt mir natürlich auch die Zeit, weil... Jetzt ist erstmal das Projekt Mini-Zoo, das ist ja am 10. jetzt in ein paar Tagen ist das fertig. Dann wird das abgegeben. Und ich habe heute Nacht tatsächlich die 70%, die letzte Hürde geschafft. Hey! So, mal gucken, ob das auch so bleibt. Jetzt stellen wir erstmal den Wackelkopf weg. Hier müsste noch, gut, Morell müsste eigentlich woanders hin. Ich sortiere die später nochmal durch, ne? Ich finde die so hässlich, das ist alles so hässlich. Aber wir haben alle Quests, kann das sein? Aber müssten wir da nicht eigentlich eine Belohnung für kriegen? So, du hast alle Quests geschafft? Bin jetzt ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Hätte ich mir aber vorgestellt, dass wir jetzt hier so einen schönen Erfolg noch kriegen. Hi. Ja, weißt du? Ja, dann muss er mal, ja, muss er mal. Muss dich mal um deine Spielhalle kümmern. Live! Live! Sag mal, unter uns. Entschuldige. Hast du irgendwelche Wünsche für dein Wohnzimmer oder so? Nicht. Mhm. Okay. Goldene Samen. Da war noch was, ne? Goldene Samen. Lass uns mal... Ach, wir waren ja noch gar nicht fertig, ne? Ich trottel. Ja, das ist halt das Problem, ne? Mit dem ohne Königin. Ja, ihr könnt euch vorstellen, ich bin ein sehr zielstrebiger Mensch, ne? Kaum sehe ich was. Oh, muss ich da hin. Goldene Samen einpflanzen war ja auch ein Tipp. Dass man daraus goldene Pflanzen machen soll. Dann wollen wir das auch so tun. Ich habe keine Ahnung davon. Mir ist das egal. Wenn ihr sagt, das ist besser, dann machen wir das sehr, sehr gerne. Auch die Mauer hat Anklang gefunden. Ich meine, auch wenn nicht so ganz viele, also eigentlich... kommentiert ja immer nur dieselbe Person. Aber das freut mich wirklich sehr. Da nochmal die liebsten Grüße. Ich hatte es ja auch schon mal unter ein, zwei Videos geschrieben. Nochmal viele, viele liebe Grüße für deinen ständigen und... nee, ständig ist in dem Fall, klingt so negativ. Nein, für deinen fortwährenden. Das darf man sagen, oder? Das hört sich besser an. Fortwährenden Support, deine Unterstützung. Die vielen guten Tipps. Schön, ne? Jetzt kann man hier runter. Müssen wir die eventuell... Nee, verbreitern müssen wir die nicht, oder? Nee, da müsste ich alles wieder umbauen. Nee, nee, bleibt so. Hier ist auch kein Gelee-Stern. Ist hier einer? Einen will ich haben, komm. Kein Gelee-Stern heute. Heute gar kein Gelee-Stern. Aber dafür haben wir mindestens zwei Königinnen gefunden. Habe ich die auch gefangen? Ja, ne? Hier ist noch einer. Ganz viele Poliersteine. Ich kann es leider nicht laufen lassen, weil ich muss ja immer dabei sitzen. Das ist ja das Problem. Und es muss ja auch noch im Vordergrund sein, weil wenn ich es in Task lege... dann zählt das ja nicht. Dann geht ja das Spiel sofort auf Pause. Das heißt, das blockiert in der Zeit, wo ich die Poliermaschine laufen lasse, blockiert das Spiel komplett. Mein Rechner. Dann kann ich nichts anderes machen. Das ist nicht so gut. Weil, ja, wie soll ich sagen, ne? Ich sitze ja nicht den ganzen Tag am Rechner für Lulu. Ne? Oh, du hast mir einen Tisch gebracht. Habe ich gar nicht gelesen. Warum sagst du denn nichts, Kröte, hä? Fluffy, du kleiner Dieb. Wo kriegst du das denn eigentlich immer alles her? Naja gut, ich frage nicht. Wenn ich nichts weiß, kann ich auch nicht dafür verhaftet werden. Haben wir denn schon einen Tisch? Nee. Ich nehme mal den Rentschtisch weg. Was mich ein bisschen wundert, zwei Rentschtische. Was ist das denn hier? Ach, das ist ein Rentsch-Couchtisch. Rentsch-Kommode? Dann müsste ja der Rentschtisch eigentlich hier oben hin, ne? Ich habe aber irgendwie das Gefühl, haben wir jetzt eine komplette Serie? Was ist das denn hier? Das ist ein Groovy-Doppelbett, das ist was anderes. Was ist das hier? Freundschaftsbändchen. Brauchte ich das für irgendwas? Bestimmt, oder? Was haben wir hier unten? Feen-Teleporter.
Gasthaustisch. Ranch Couch Tisch. Keine Docks. Hm? Ja, jetzt wird es wieder eng, wa? Farmhausschild nehmen wir mal weg. Dann stellen wir den da hin. Dann Farmhausschild. Warum räume ich jetzt eigentlich mit euch auf? Das ist doch viel besser, wenn ich das außerhalb der Aufnahme mache, oder? So. Okay. Warte mal. Ja, Fluffy, jetzt aber nicht dem Fussel hinterherlaufen. 20 Dinger. Komm, ich starte das mal. Dann können wir ja hier ein bisschen einräumen. Wir haben ein bisschen Kacke. Boah, was könnten wir einen Dünger machen? Dabei brauchen wir den gar nicht. Weil wir haben ja die Bewässerungsstation. Jetzt läuft mir die Töle die ganze Zeit hinterher. Ach, ich hatte was gekauft, ne? Genau, ein Rezept. Oh Gott sei Dank, ich habe schon wieder gedacht, ich hätte was vergessen. Das fiel mir gerade wieder ein wie Schuppen aus den Haaren, weißt du? Ach, ist das schlimm, wenn man so alt wird. So, jetzt habe ich das Farmhausschild hier im Bestand. Ist ja auch nicht so schlau. Was machen wir heute? Wir haben noch 5 Minuten. Das ist krass, ne? Wenn du so eine Morgenroutine machst, da bleibt eigentlich nichts vom Tag über. Aber wir haben... Ich habe übrigens auch nicht nach den Myzelen geguckt, ne? Ich bin aber auch ehrlich, du. Heute ist wieder so mal eben schnell aufnehmen, weißt du? Ich muss aber, wie gesagt, gleich schon wieder weiter. Das ist halt das... was halt so ein bisschen doof ist, ne, an der Stelle. So, wir müllen uns mal eben zu. Haben wir denn hier gar keinen Platz für... Legen wir doch mal die Eier da rein. Und die Kaffeebohnen hier hin. So, was wollte ich denn machen? Ich hatte heute noch eine Kleinigkeit vor, nichts Wildes. So, wir nehmen jetzt mal Erde. Wie viel sind das? Nur 761 Blöcke. Habe ich denn... Überleg mal, wie viel Sachen ich abgebaggert haben muss, oder? Ist doch unglaublich. So, ich wollte das hier ein bisschen zumachen. So ein bisschen meditative Arbeit. Heute auch gar nicht schlecht. Mal nicht zu übertreiben. Und dann müssen wir hier terrassenartig bauen. Ja. Müssen wir uns überlegen, wie wir es machen. Also ich würde ja sagen, wir machen hier auch nochmal eine Treppe runter. Ja, bauen hier nochmal eine Stützmauer hin. Die können wir ja im Grunde variieren. Das könnt ihr übrigens auch gerne entscheiden. Ne? Also wenn ihr da Tipps, Ideen habt, ihr wisst ja immer rein in die Kommentare. Ob wir die Mauer im gleichen Stil gestalten sollen, damit es einfach thematisch passt. Oder ob wir das anders machen wollen. Das könnt ihr jetzt frei entscheiden. Ihr seht, und schon geht die Gedankenleistung wieder runter, weil ich mich hier auf dieses Bauen konzentrieren muss. Hier ist zu. Hier ist Stein. Und dann machen wir das schön zu. Ja, dann machen wir nämlich hier auch eine Stützmauer hin. Ja, so ungefähr. Und, komm, reiß raus, die Blumen. Die Natur muss weichen hier. Wir dürfen hier nur nicht wegbaggern, glaube ich. Dann fallen wir tief. Ich glaube, die Höhle sollte ich mal ausfüllen, oder? Wenigstens ein bisschen. Wir haben ja genug Erde. Es ist ja nicht so wie bei armen Menschen, ne? Wenn wir alles so viel hätten wie Erde. Da. Gut, im Dunkeln arbeiten ist nicht so geil. So. Muss man sich echt ein bisschen konzentrieren. Hier geht nicht mehr, alles klar. Ist ja auch nur so, dass ein bisschen Füllung hier drin ist, ne? So. So. So, hier hinten noch was rein. Da und da und da. Falls ich da oben mal was weggrabe, muss ich ja noch. Ich muss mir ja auch noch Gedanken machen um die Wege bei den Beeten. Ne? Ist ja auch noch so eine Geschichte. Die haben wir auch noch nicht so richtig festgelegt. Weil ich finde, es gibt nicht so geile Wege dafür. Also es gibt die sehr kräftigen Wege. Die sind mir aber ein bisschen too over, ne? Too much. Dann gibt es diesen komischen... angedeuteten Kiesweg oder was, den finde ich aber wieder zu wenig, den ich da oben ja auch schon verlegt habe. Ich weiß noch nicht. Das sind alles so Sachen. Hm.
Man weiß nicht, wie es richtig ist. So. Hier unterfüttern. Und dann... Ich komme nicht in das Loch hier rein. Schade. Gut, das wollte ich jetzt auch nicht. Hallo? Versuchen wir es aus der Ferne. Achso, die muss ich... Ach, ich... Ja, irgendwie ist man in manchen Spielen ja auch gewöhnt, dass sich die Sachen so, ne? Sozusagen so einladen. Hier kommt ja eh ein Haus hin, also hier brauchen wir nichts weitermachen. Ja, dann haben wir das doch soweit. Also die Frage ist halt, was machen wir hier, ne? Die Wege. Ich finde den ein bisschen dünn. Oder wir müssen den zweireich machen oder so. Und machen wir den in der Form oder lassen wir das hier frei, damit das wieder zuwuchert. Bin mir da noch nicht so ganz sicher, ne? Also ob wir den hier um die Ecke legen und wenn er dann zweireich ist, wird sowieso ein bisschen eng. Ich muss mir das mal in Ruhe angucken, aber die Frage ist halt, wann habe ich wieder Zeit dafür? Also für Ruhe vor allem. So, okay, dann haben wir es für heute geschafft, eine Kleinigkeit gemacht, war jetzt nicht die spektakulärste Folge, aber wir haben immerhin die Morell-Quest abgeschlossen, das ist ja auch schon mal was. Und wir gehen jetzt einfach mal rüber und, warte mal, die Sachen können wir mal eben noch reinräumen, finde ich. Weil dann gucke ich mal, dass ich die nächsten Zeit ein bisschen sammel vielleicht. Ist vielleicht besser, wenn ich das so mache. So, was haben wir hier? Das ist weißer Ziegelweg. Da. So, dann gucken wir uns mal die Pilze an. Welcher ist es denn jetzt geworden? Wir haben ja sehr, sehr lange darauf gewartet. Und, hallo Katze. Ja. Entschuldigung. Hi. Ich mach mal hier mit Pupi und Hazel rum, ja? Das hört sich jetzt auch wieder falsch an, aber wir müssten noch zwei Sternensplitter haben. So. Und mit diesen Impressionen, also die sind es wohl nicht, wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Morgen, Mittag oder Abend. Bleibt mir gewogen und wir sehen uns übermorgen wieder. Denn dann sollte eigentlich ja eine neue Folge von Staxel rauskommen. Oder in der Zwischenzeit zu einem der vielen anderen Let's Plays hier auf meinem Kanal. Macht es gut. Bis dahin. Ciao, ciao.